In diesem Beispiel zur Prozentrechnung berechnen wir den Nettopreis, und zwar den Preis exklusive Mehrwertsteuer. Und da es sich hier um 19% Mehrwertsteuer handelt, ist es ein Beispiel für Deutschland. Folgender Text: Der Preis einer Ware beträgt einschließlich 19% Mehrwertsteuer 1.983,50 Euro. Fragestellung: Wie hoch war der Nettopreis exklusive Mehrwertsteuer oder auch Nettopreis genannt? Wie immer müssen wir in einem ersten Schritt die Textinformation in mathematische Variablen umwandeln. Das machen wir auch hier. Und die wichtigste Frage ist immer, der Geldbetrag, der hier steht, 1.963,50, handelt es sich hier um den Grundwert oder um den Prozentwert? Die Antwort hier ist Prozentwert. Warum? Einschließlich inklusive heißt mehr wie 100, heißt dann schlussendlich 119%. Das heißt, ich schreibe die 1.963,50 Euro beim Prozentwert dazu. Der Grundwert ist in diesem Fall die gefragte Größe, weil der Prozentsatz ist auch angegeben. Einschließlich inklusive 19% heißt, von einer Ausgangsbasis von 100% gebe ich noch einmal 19% dazu und erhalte schlussendlich den gesuchten oder den Wert, den wir für die Berechnung brauchen. Schreiben wir das Ganze jetzt in eine Formel, da wir alle drei mathematischen Größen definiert haben. Wir berechnen den Grundwert, weil der Grundwert ist die einzige Angabe, die wir nicht im Text vorgefunden haben. Die Berechnung des Grundwertes mit der Prozentformel lautet PW für Prozentwert mal 100 geteilt durch den Prozentsatz. Im zweiten Schritt werden wieder die Variablen durch die Zahlen ersetzt. Das heißt, statt dem Prozentwert schreibe ich 1.963,50, multipliziere das Ganze wieder mit 100 und dividiere es durch 119. Mit dem Taschenrechner ausgerechnet ergibt es dann das Ergebnis 1.650 Euro. Und das war es auch schon. Ich markiere den Text farbig, beziehungsweise das Ergebnis. Und wir schreiben jetzt noch einen Antwortsatz. Der Nettopreis oder wie ich auch formuliert habe, der Preis exklusive Mehrwertsteuer beträgt 1.650 Euro. Weitere Übungen zur Prozentrechnung findet ihr auf der Playlist Mathematik Prozentrechnung. Viel Spaß beim Üben!